drei Jahrzehnte Rotlichtgeschichte und damit natürlich auch drei Jahrzehnte deutsche Unternehmensgeschichte. Endlich ist es soweit. Drei Jahrzehnte Rotlichtgeschichte. Das Buch von Werner Frankfurt ist ab sofort erhältlich. Den Link zum Buch findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's direkt weiter. Heute geht's schießen. Zum Glück sind wir jetzt auf dem Schießstand. Ich mache jetzt den ganzen Mal Ende da mit uns. Anna, are you ready for this? No. Hol. Yes. Yes. Digga, Werner. Pull. Okay. Jawohl. Pull. Alter. Oh mein Gott. Ey, guck hin. What the? Guck hin. Alvin, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Erzähl mal, was geht denn jetzt ab? Was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt Werner aufwecken von seinem Schönheitsschlaf. Der ist jetzt zu Hause ein bisschen am Chillen. Wir sind gerade hier vom Hafen, haben ein bisschen Gambas gegessen, Garnelen und hin und her. Und jetzt geht's direkt weiter. Heute geht's schießen. Einen wunderschönen guten Tag, Werner. Wie geht's dir denn? Ja, alles gut soweit. Ne? Die Nacht war nicht so prickelnd. Ne? Warum? Was war los? Ich fühle mich ein bisschen angeschlafen noch. Ja, wir haben ja nur ein bisschen Fernsehen geguckt, das war's. Wir haben nur ein bisschen Fernsehen geguckt, genau, richtig. Also für alle da draußen, was wir uns da reingezogen haben. Wir haben es angefangen zu gucken, die Luden-Serie auf Amazon, und der Werner war dann so knallhart. Der hat sich dann tatsächlich, als ich pennen gegangen bin, wirklich alle 6 oder 7 Folgen am Stück reingezogen. Richtig, und die Müdigkeit überschlägt sich jetzt gerade. Aber weißt du, was das Gute ist? Bitte. Und was erfreulich ist, es gibt jetzt 20 Euro Marlboro-Packen. Dann ist der Tag gerettet, oder was? Dann ist der Tag gerettet. Ja, aber wir machen ja heute noch was. Genau, wir gehen jetzt ein wenig und dann fahren wir nach Malaga mal runter. Ja, es wird noch einiges passieren. Auf! Ist der echt? Ja. So, der Werner wird auf jeden Fall heute Kimme und Korn immer nach vorne, ne? Alvin, ich bin müde und du bist dran schuld. Zum Glück sind wir jetzt auf dem Schießstand. Ich mache jetzt den ganzen Mal Ende da mit uns. Heute bist du fällig. Entweder ich oder Mo. Mo, wir knobeln drum. Den bitte? Wir will mich wegmachen, weil ich ihn so gequält habe letzte Nacht. Ein Beinschuss. Hola, ¿qué tal, Pepe? How are you, my friend? Good to see you. Good to see you again. Hey, nice to meet you. Werner, yes. You've been here before. Yeah. Yeah. Hola. Hey, how are you? Pepe Sánchez. Good meeting you. Julio. ¿Cómo está? Gracias. Werner, ja. Da haben wir ein schönes Spielzeug wieder hier, gell? Keine Ausreden, Alvin, eine von beiden geht heute an. Das Innere war zumindest davon. Who's going to be shooting? Werner and Mo. The lady? Yeah. Sie auch. Me too? Yeah. Anna, are you ready for this? No. We're going to be loading one cartridge, but then after you shot a few, we'll load 2 cartridges in the chambers. And you have to make sure that you don't turn around and scare the shit out of us. Okay? Also Werner, du darfst dich nicht umdrehen mit dem Ding, gell? Ich darf ja, okay. Dann nach da gucken, bitte. Also wenn ich mich umdrehe, gibt es mildernde Umstände, dann war es nur Totschlag, ne? aus Versehen. It's important to start by a good foot position. Dance is very important. The nose is over the toes, okay? As if you were going to throw a jab, okay? In a position that allows you a nice, smooth movement to catch the bird. You bring the gun up and you bring the gun to your face, not your face to the gun, okay? Now look at my head, I don't move my head. Bring the gun up and it goes, the recoil pad sits nicely
on the shoulder pocket and I put the comp of the gun right under the step of my shin bone. So bigger. Ich würde sagen, ladies first. No, thank you. No. I shoot first. 45 is the angle. Sit it on your shoulder pocket. Sit your face on that. Align these two points and bring the gun down. Bring it up at 45 degrees, you see your shin bone over there. Okay. Bring the gun down, let me see where your eye is. Okay, you center your eye in the here in the center. Kannst du nachher auch mal so reingucken, wenn es geladen ist. You just look at the target, bang! Okay. And you'll kill it every time. Okay, bang! Alvin, bang! So it's empty, right? Back to somebody, bang! You had a little training today, Pepe? Yeah, we had an Olympic team. Move over here, get closer so you see the target fly. Boom. Say pull. 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 Yes! Did you see? Yes! Pull. Yes! Digga, Werner! Was ist denn da los? Hä? Sei mir ehrlich, du bist eigentlich Sniper geworden. Du übst auf deinem Anwesen oder irgendwas. Direkt 2 von 2. Hart. Pull. Hey, a little to the left. Pull. Yes. Pull. Yes, sir. Hey, I go to Olympic? Yeah. 4 out of 5 is very good. That's crazy. When was the last time you shot? With me? Yeah. No shit, really? Yeah. No shit. Did you know that your husband is a really good shooter? No. So now you know. Now I know. When you're ready. Okay. Pull. Again. Pull. Okay. Jawohl. Hab ich getroffen. You broke it, yes. Pull. Again, you waited very long. Ich hab zu lange gewartet. Tja, Werner, gell? Man darf nicht zögern. Nee, immer gleich am Abzug sein. Yeah. Shoot. Okay, you got it. Yeah, das ist schon ein Knall in der Schulter, gell? Ah, da schießt du. Oh mein Gott. Hey, pull. Pull. Darauf hast du gewartet, Werner, gell? Au! Darauf hab ich gewartet. Ich hab schon gewartet. Sie sagt doch vorhin zu mir, schlägt es nicht in die Schulter. Nein, sag ich, nein, alles gut. How was it, Anna? Fine, thank you. No more. Now, you're going to shoot one target, bang, bring the gun down and call for another target. Mm-hmm. One shot per target. Oh. Pull. Okay, another one. Pull. Okay, you got the second one. Pull. Pull. Yes. Fantastic second shot. Pull. Pull. Yes. Pull back. Okay. Pull. 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 Yes. Hey, one more. Pull. Yes. Oh, yes. Yes. Shoot. Too late. Pull. Too late. Pull. Yes. Yes. Pull. The same target, but a different angle. And we look at the target from here. Mm-hmm. When the target flies, it's going to go straight, but you've got to catch it, pull, just following the trajectory. Pull. Okay. Pull. Yes, you got it. Let's go over there. Pull. Yes. Way, oh. Pretty good, man. Der übt doch heimlich irgendwo, oder Mo? Sei mal ehrlich, Alter. Schießverein oder keine Ahnung. Ja, gell? Der ist so ein Schützenverein, genau. Pull. Pull. Yes. That was the most difficult shot? Yes. Wow. You didn't shoot with your head. You shot with your heart. You just went to a bang and killed it. That's how you shoot. Pull. Yes. Jawohl. Pull. Too late. Pull. All right. Yes. Pull. Yes. Jawohl.
Jetzt habe ich den Draht raus. Weißt du? Ja, jetzt weiß ich. Das ist voll schwer, finde ich. Schon mir eine, das ist brutal so ein Ding. Ich hol mir eine. While we're here, let me show you an Olympic setup. Olympia wartet. This is an Olympic layout. 15 machines. People are 15 meters away and highest speed machines. And when the shooters are there, they have three machines in front of them. And again, they don't know in which direction the target is going to fly. And it's Olympic speed. It goes like a rocket. Bull! Yes, sir! Werner, sag mir ehrlich, was ist das Geheimnis? We don't know. Bull! Yes! Das gibt's doch nicht! Bull! Yes! Bull! Ah, you missed it by 10 centimeters. Bull! Yes! Bull! Yes! Pull! Bravo! Pull! Okay! Pull! Yes! Pull! Yes! Pull! Yes! Pull! Yes! Pull! Right there! Good! Nice! Tja, Alvin, du lebst ja noch. Ich lebe noch. Du lebst ja noch. Hast du es überstanden? Ne? Ich habe es überstanden und ich habe mich sogar gar nicht mal so schlecht angestellt. Okay, stimmt. Jetzt gehen wir wohin? Nach Malaga zum Yachthafen. Mo, warst du schon mal in Malaga? Ja, sehr oft auf jeden Fall. Also kann man schon fast sagen, du bist ein Local. Also du kommst von da, oder was? Ja, ich habe auch kurz da gelebt. Aber ich habe halt in diese komische Gegend gelebt. Nicht in der luxuriöse Gegend. Könntest du dir vorstellen, sowas mal zu besitzen? Also ich sag mal so, wenn ich jetzt mit deinem Mindset da rangehen würde, manifestieren, fest dran glauben, sich den Arsch aufreißen, nein. Weißt du warum? Warum? Der Werner hat mir mal gesagt, die zwei schönsten Momente bei einem Yachtkauf ist einmal der Erwerb und einmal der Verkauf, weil man es dann endlich wieder los ist. Richtig. So eine Yacht? Ja. Er muss ja noch 1,5 Millionen Vlogs drehen, dann kriegt er schon hin. Ja. Ich denke mal, du wirst das irgendwie fertig kriegen, mit einer Armee von Ärzten, dass da, sagen wir mal, dass ich so 500 Jahre alt werde, ne? Und du drehst 500 Jahre lang jeden 4 Blocks die Woche, ne? Dann denke ich mal, dann wärst du deinem Schritt ein bisschen näher. Man muss ja natürlich gucken, dass du auch 500 wirst, ne? Aber nachdem, wo ich ja gesehen habe, was du ja wegsäufst, Alter, also die Leber wird 500 Jahre alt. Die Liebe wird keine 500 Jahre alt. Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, das waren solche Bottiche, ne? Solche Gläser. So viel Wodka rein und so viel Red Bull. Und das hat er gesoffen. Bei mir war die Mischung natürlich anders. So viel Wodka und so viel Red Bull. Der hat die Dinger gesoffen wie Wasser. Also, ich sag mal so, bitte, bitte, tu nie Organspendeausweis mal ausfüllen. Weil mit deinem Ableben kommt und du wirst deine Organe weitergeben. Die hätten Krankheiten, was er vorher noch nie gehabt hätte. Apropos, wo ist meine Frau? Ach, die schon. Alter. Sie ist schon mal Richtung Yacht gegangen, Werner. Ja, aber das Glück habe ich nicht, dass die entführt wird. Vielleicht wird man ja dahin kommen, so eine Yacht zu besitzen, ne? Aber ich denke mal, spätestens wenn der Besitz da wäre, denke ich mal, wäre auch der Kühlschrank bei mir leer. Und lieber gut essen, als mit der Yacht umzufahren. Das ist richtig. Wie hat meine Frau gesagt, als ich mit dem Gedanken gespielt habe, einen Bugatti mal zu kaufen? Oh, ich erinnere mich. Lieber tot sein, als Bugatti fahren. Ja, heute beim Zitzmann hat sich zwei wunderschöne Autos angeschaut. Eins für 3,6 Millionen, eins für 1,2 Millionen Euro. Für welches Auto würdest du denn dem Werner das Go geben? Keins, lieber sterben. Anna? Ja? Stop. Yeah. Camille, yeah. Ja, möchtest du eine Yacht kaufen für Werner?
Nein. Liebe ich sterbe. Este? No, no. Este? Ja. Fried. Der hat mir einfach einen Fisch aus dem Wasser gerade geholt. Cigalas. White Brown. Und der liegt hier noch. Small Brown. Ja, ja. Ist es Bob Death? No, it's not. It's alive. Show her, show her. Schau mal hier. Alter. Oh my God. Ey, guck hin. What the? Guck hin. Wie begeistert bist du denn vom Service? Ich schütze die gerade. Also der Mo ist definitiv, was das Essen betrifft, und das ist ja auch kein Fehler, ist sehr, sehr penibel. Ne? Also als Restaurantbesitzer hast du, glaube ich, da nichts zu lachen. Ne? Mo, jetzt mal eine Frage. Jetzt stell dir mal vor, du hättest so einen Koch, der dich gar nicht zufriedenstellt. Ne? Ja. Und du hättest ihn als Angestellter auf der Yacht und wärst, sag ich mal, so 500 Kilometer auf dem Meer draußen. Was würdest du dann machen? Nee, ich hätte ihn vom Boot geschmissen. Okay. Und er hätte ihn einfach, ich war Trauzeuge bei Ariel, die Meerjungfrau, mit ihm. Okay, okay. Der wäre im Meer geblieben. So, Gesto. Wie ist diese Käse? Cheese. Wie hast du gesagt, hat das heute gerochen, als die noch nicht fertig zubereitet waren? Wo die noch nicht fertig zubereitet, die haben nach Frankfurt gerochen, alle. Wir machen jetzt eine Tour durch Malaga. Na? Damit die Leute mal von Malaga mal sehen. Wir gehen jetzt vor die Yacht, ne, und das Personal kommt da und sagt: Herzlich willkommen, Herr Werner Frankfurt, wieder in Ihrem Zuhause. Das wäre doch jetzt ein Flex, oder? Alvin, mal eine Frage: Die Kamera ist jetzt bestimmt aus, ne? Kannst du nicht hingehen und dem mal so einen 100-Euro-Schein geben und sagen, das Personal soll mal antanzen und zumindest sagen? Oder Mo, machst du das? Ich schmeiß mich so safe ins Wasser rein. Ha? Also jedem Honig für einmal Hallo, willkommen zu Hause. Ha? Dann würde die Community schreiben, ey, mach doch mal eine Roomtour auf deinem neuen Zuhause. Was machen wir dann? Was machen wir dann, Mo? Ha? Was machen wir dann? Meinst du nicht, der Krebs geht noch? Ist alles voll. Ich habe einen halben Ozean in meinem Augenblick. Was kostet eine Tankfüllung da? Also wir können mal schätzen. Ja. Mal schauen, wir geben jetzt alle mal eine Schätzung ab und dann google ich das. Okay. Dann gucken wir, wer am nächsten dran liegt. Also ich sag 50. 70? Mo? Was sagst du? Okay, also ich schätze mal eine Tankfüllung voll geladen 80. 100.000. 100. Du 100? Ich habe das jetzt gerade mal gegoogelt. Eine 96 Meter Yacht. Ja. Du musst es runterrechnen. Da kostet eine Tankfüllung 300.000 Euro. 300.000, okay. 96 Meter kostet 300.000. Wie viel wird die haben? 44 Meter? 44 Meter. 44 Meter hat sie auch wirklich, ne? Ja, genau. Na, dann ist klar, 150.000, ne? Ja. Da war der Mo gar nicht mal so schlecht. Mo, 150.000 kostet die Tankfüllung. Nee. Doch. Ihr müsst euch mal überlegen, ne? 150.000, ne? Der SL, ne? Der hat 170.000, da kaufen sich andere Auto davon, ne? Und andere machen die Yacht voll. Und andere machen die Yacht voll, ne? Ja, das ist schon Wahnsinn, ne? Man nicht alles als Cardio macht für einen Krebs, ne? Ja, du hast es erfasst. Der Mo handelt jetzt gerade den Spritpreis für die Tankfüllung aus. Mo, wie sieht's aus? Was konntest du da raushandeln für die Tankfüllung? Ey, hab ich 100, wie viel habe ich jetzt da? 100 habe ich gesagt, ja? Richtig. Was war die? 150. Und was habt ihr alle gesagt? Ich war gerade am Telefonieren. 80 gesagt. Anna 70 und der Werner 50. Bitteschön, also gratuliert mir. Mein Kopf ist jetzt gefickt, ne? Da ist nur noch Krebs drin. Riecht ja auf jeden Fall sehr backfrisch, Werner. Ja. Definitiv, ne? Aber ich muss jetzt wirklich sagen, ne? Malaga, ne? Auch der Yachthafen und all, gefällt mir besser wie in Marbella, ne? Über Jahr sind wir jetzt hier, Alvin, ne? Ja. Und war noch nie in Malaga drin. Das stimmt. Halt doch mal da drauf, ne? Stell dir mal vor, wir beide, ne? Da in der Mitte jetzt, ne? Guck mal, ha? Wir wechseln jetzt das Thema. Da kommt gerade jemand. Der Werner hat Krepp gefunden. Alvin, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und Werner, geht noch was? Nee, da geht gar nichts, mein Digga. Werner, erzähl, wie immer hast du das letzte Wort. Ja, wir haben gut gegessen, ne?
auf jeden Fall. Danach haben wir noch mal gute Nachspeise gehabt. Und sollte der Hunger jetzt noch mal über mich kommen, ne, dann werde ich den Delfin da drüben noch verspeisen. Ne? Ich glaube, du hast heute genug Seafood gehabt. Selbst der Lobster-Schwanz hat noch gezappelt. Richtig. Na gut, wir haben ja heute auch einen guten Experten mit dabei gehabt, ne? Fisch angeht. Ne? Unser Freund Mo. Ne? Und da waren wir auf jeden Fall definitiv gut beraten. Ne? Ansonsten, das war wieder mal ein Tag aus meinem Leben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut.